Angelika Locher im Gespräch mit einem Lernenden. Sie ist die Leiterin der Berufsbildung am Kantonsspital Winterthur. Ein Ort, wo Ausbildung grossgeschrieben wird. Wir schauen, dass die Lernenden gut betreut werden von den Berufsbildnerinnen. Wir schauen aber auch, weil wir ein grosses Spital sind, dass wir ganz spannende, herausfordernde Lehr- und Lernsituationen haben. Und das können wir den Lernenden anbieten. Wir betreuen sie darin professionell. Das KSW bildet das Zentrumsspital in zahlreichen Bereichen aus. Jährlich durchlaufen hier gut 250 Personen eine Berufsausbildung. Davon der grösste Teil im Bereich Gesundheitswesen. Wir bieten im Pflegebereich Fachfrau, Fachmann Gesundheit an, plus natürlich die diplomierte Pflegefachfrau HF und FH. Und im medizinisch-technisch-therapeutischen Bereich das Labor, dann nachher Operationstechnik, Rettungssanität, Physiotherapie, Ergotherapie, auf Fachhochschulen IMO, Hebammen und Ernährungstherapie. Ausgebildet werden nicht nur junge Menschen, das KSW unterstützt auch Quereinsteiger und Wiedereinsteiger. Angelika Locher und ihr Team begleitet dabei. Also Quereinsteigerinnen schätzen wir sehr, weil das meistens Frauen sind mit viel Erfahrung, weil sie einfach eben nicht mehr ganz, ganz jung sind an Lebenserfahrung und weil sie in der Regel in der Region Winterthur verankert sind und somit uns auch länger erhalten bleiben. Wiedereinsteigerinnen haben wir natürlich auch, weil wir bieten als eines der wenigen Häuser eigene Wiedereinsteigerinnenkurse für Pflegefachfrauen, die schon Pflege gelernt haben und eine längere Familienpause gemacht haben. Vielfältige Lernsituationen und grosses Engagement von der Spitalseite. Im KSW liegt die Ausbildung von ihren Mitarbeitenden am Herzen.